Hallo, heute ist Tag 4. Wir machen eine Fahrradtour im Herztal. Und damit wir da schön gestärkt starten, sind wir hier im Gasthaus Winzerstube und essen erstmal was. Genau, und zwar gibt es ein leckeres Schweinsbrote, nee, Sauerbrote und ein Hirschragout. Ja, eigentlich wollten wir gerade eben losfahren, aber wie man sieht, es ist eine richtige Front aufgezogen. Wir hoffen jetzt wirklich, dass es sich nicht einhängt. Im Moment sieht es schlecht aus, aber ja, zuletzt bleibt die Hoffnung. Ja, jetzt sitzen wir schon seit einer Stunde hier fest. Es regnet und es regnet. Wir hoffen, es hört bald auf, dass wir weiterfahren können. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt einen tollen Unterschlupf gefunden bei einem netten Wirt und warten halt mal ab. So, das Wetter ist besser und wir können endlich loslegen und fahren ein bisschen hier im schönen Herztal rum. Ist echt idyllisch. Wer jetzt denkt, schon wieder ein Schnapsbrunnen. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Brunnen, ja? Übrigens nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Wir sind hier nicht auf Sauftour unterwegs. Wie schon am ersten Tag erzählt, ist es hier einfach Tradition mit einer Schnapsbrunne. Wir haben tatsächlich noch an keinem einzigen Schnapsbrunne was getrunken. Ja. Aber es ist wirklich irgendwie eine coole Tradition und ja, fast jeder Winzer, der hier irgendwie seinen eigenen Hof hat, baut sowas an den Fahrradweg bzw. Wanderweg hin und oh ja, ist doch eine schöne Sache. So, kaum eine halbe Stunde gefahren, schon wieder Regen. Aber macht nichts, weil wir sind gut geschützt durch einen Naturregenschirm. Und selbst wenn es noch länger regnet, macht es nichts aus, weil wir sind hier bestens versorgt mit Essen und Trinken immer dabei. So, also mal darf ich mal fragen, wer gießt denn das alles? Hm? Wer gießt denn das da alles? Der Herrgott. Der Herrgott? Ja. Ja, sehen Sie mal. Da gieß ich nicht. Und auch wenn es richtig trocken ist, lang? Früher habe ich es gemacht. Ich bin jetzt 91 Jahre alt. 91? Und da tue ich kein Wasser mehr tragen. Was der Herrgott wachsen lässt, darf er wachsen. Und das andere ist egal, es reicht. Das ist eine schöne Einstellung. Ja. Dann wohnen Sie hier allein, oder was? Wie? Wohnen Sie hier alleine? Ah ja, der Sohn ist jetzt da, einer ist in Stuttgart, ein Sohn im Dorf, der ist in der Schweiz und einer ist in der Nähe, da tut man alles unterhalten. Aha. Aber für 91 sind Sie noch rüchtig. So wird der Heide gemacht. Ja, nee. Haben Sie recht. Gut, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja. Viel Gesundheit, gell? Ja. Ein wunderschönes Gärtle bei Bottenau, gepflegt von der alten Dame mit 91 Jahren. So, wir haben hier jetzt einen schönen Hofverkauf gefunden, mit Selbstbedienung. Und es ist unglaublich, aber es gibt der erste neue süße Wein. Da wollen wir doch jetzt gleich mal einen Schluck probieren.
Ja, das ist noch eher Saft wie neuer Wein. Aber sehr lecker. Oh, ich glaube, jetzt kommt da noch die Feuerwehr. Hallo, brennt hier irgendwo? Nee, brennt nirgends, aber ich habe ein paar Fragen an dich. Alles klar, kann man beantworten. Ja, du erzähl mir doch einfach mal ein bisschen was über das schöne Auto. Das ist ein Feuerwehrauto, 40 Jahre alt, Ford Transit MK2, aus Bad Pedersdal, Griesbach. Genau, war vor 40 Jahren da im Einsatz und wir haben das jetzt gekauft und als Camper umgebaut. Ja. Cool. Genau. Kannst du uns ein bisschen was zeigen? Ja, mal schauen. Fahrerkabine. Jetzt hoffe ich, dass hier aufgeräumt ist. Muss ein Camper nicht unaufgeräumt sein? Ja, doch. Okay. Genau. Gerne rein. Wahnsinn. Alles, was man so braucht, ne? Genau. Ja. Und ihr seid von hier, oder? Genau, wir waren jetzt gerade meine Eltern besuchen und jetzt haben wir hier noch neuer Wein gekauft. Ja. Schön. Und jetzt gehen wir zum Kollegen Flammkuchen machen und neuer Wein trinken. Gut, ist aber privat Flammkuchen machen. Ja. Genau. Also nicht irgendwo ein Festli oder so? Nee, genau, schade. Nee. Was macht ihr so für Touren? Wir waren jetzt im Sommer in Südfrankreich und ansonsten waren wir in der Pfalz, bei Garmisch-Partenkirchen im Allgäu. Genau. Ja, haben wir jetzt, wie gesagt, erst ein Jahr. Super. Ja. Cool, was war die beste Tour? Nach Frankreich. Das war auch die längste. Ah, Wahnsinn. Die längste am Mittelmeer, als wir angekommen sind. Ja. Sagen wirklich viele Camper, dass Frankreich das Beste war. Ja. Ja. Unser Ziel war das Meer und das haben wir erreicht. Hat er uns gut hingebracht. Okay. Nicht gemuckt. So. Nach unserer erfolgreichen E-Bike-Tour gibt es jetzt einen Abschluss in einer Besewirtschaft, hier heißt Straußenwirtschaft, bei Schäufele, Flammkuchen und wir haben Glück, heute Abend mit Live-Musik. Ja, und mit dieser abendlichen Stimmung und Blick auf die Vogesen geht da unser vierter Urlaubstag mit unseren Vitalis im Schwarzwald zu Ende.